Ja, und bumm, wir warten sozusagen auf den Startschuss. Und damit herzlich willkommen zum 10. Talk, 10. Team Deutschland Athleten Talk. Mit der Überschrift Schritt für Schritt, wie gehen die Athleten nach Tokio? Und weil Tokio aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben ist, haben wir uns überlegt, dass wir alle zwei Wochen einfach mal schauen, was machen die deutschen olympischen Athleten oder die Olympia-Athleten des Team Deutschland in der Vorbereitung auf dem Weg nach Tokio, wirft die Corona aus der Bahn, wie läuft die Vorbereitung, welche Ängste haben sie, welche Hoffnungen haben sie, wie gehen sie mit dieser ausgewachsenen Krise um? Das ist natürlich auf der einen Seite interessant, weil unterschiedlichste Sportarten zusammenkommen und das haben wir heute auch wieder, Sportarten, die sich im Grunde genommen eigentlich nur bei Olympia oder bei großen Sportehrungen sehen. Aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit für alle Zuschauer einfach mal reinzuschnuppern. Wie funktioniert so ein Leistungssportler eigentlich? Was hat der für Ziele? Warum ist der so fokussiert, so konzentriert? Warum ordnet der alles seinem großen Lebenstraum unter? Und damit begrüße ich alle, die gerade zuschauen, zum Talk heute und ganz speziell natürlich unsere Gäste oder die Hauptprotagonisten, muss man sagen. Auf der einen Seite Ruth Sophia Spielmeier. Sie ist deutsche Meisterin über 400 Meter und war in Rio 2016 bei den Olympischen Spielen im Halbfinale. Hallo Ruth. Hallo. Dann haben wir Steffi Kriegerstein, Kanutin, Silbermedaille in Rio 2016 und Weltmeisterin. Hallo Steffi. Und du sagst, ich habe es mal kurz gelesen, die Silbermedaille ist dir mehr wert als der Weltmeistertitel, kann das sein? Ja, es ist eine olympische Medaille. Also okay. Schon, ja. Also gut. Ja, also ist interessant. Also Silbermedaille finde ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Also. Immer sehr schön, ja. Ja, das ist schön. Der glänzt. Gold ist so protzig. Aber gut, du kennst dich ja auch mit Gold aus. So, und Lenny Jensen, Surfer, kanarischer Meister. Ja, genau. Und auch deutscher Meister. Hallo Lenny. Und da sind wir schon bei der Frage. Kanarischer Meister warst du, ne? Wie geht denn das? Du wohnst auch nicht in Deutschland. Erzähl mal ein Nein. bisschen. Ja. Also ich bin mit 7 Jahren mit meinem Papa, weil mein Papa ist ausgewandert, da bin ich dann mit. Und dann habe ich mit 8 das Surfen auf Teneriffa angefangen. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Und dann mit 16 war ich spanischer, kanarischer Meister in der Open-Klasse, das heißt über 18. Okay, aber das muss ich natürlich so als traditioneller, verstaubter Leichtathlet erstmal lernen. Also wir haben Kreismeisterschaften, wir haben Westfalenmeisterschaften, wir haben deutsche Meisterschaften. Bei euch ist das ein bisschen anders aufgebaut mit den Contests, heißt das auch, ne? Heißt nicht Wettkampf, so altdeutsch, sondern ist ein bisschen... Contest, genau. Ja. Und da fährt man einfach hin. Wie muss man sich da qualifizieren? Gibt es eine Weltrangliste? Ich bin komplett neu, wie du merkst. Also, okay. Ja. Also, meinst du den Weg nach Olympia wissen? Böse gemeint. So, Entschuldigung. Okay. Also, ja, wenn man nach Olympia will, gibt es 2 Wege, um sich zu klassifizieren. Die wären einmal über die ISA, das ist die Internationale Surfing Association. Und einmal über die WSL, das ist die World Surfing League. Und und dann die 20 besten Nationen, also die 20 besten Surfer, 2 jeweils von jedem Land, gehen dann nach Olympia. Na, das ist schon eine harte Aufgabe. Müssen sich qualifizieren. Ja, auf jeden Fall. Andere Sportarten haben es da vermeintlich leichter, obwohl wir natürlich jetzt auch in den letzten Talks gelernt haben, dass es dann Nationenplätze gibt und so weiter. Steffi, weißt du, wovon ich rede? Ne, das ist dann auch nicht so leicht. Dann ist man vielleicht Zweitbeste in der ganzen Welt, aber ja, leider ist die Deutsche dann vor einem. Wir haben die Möglichkeit natürlich an alle, die da draußen noch mehr wissen und die Fragen einfach vermissen, die ich nicht stelle. Ihr habt die Möglichkeit, bei YouTube und Facebook Fragen zu stellen unter dem Hashtag FragRuth, Hashtag FragSteffi oder Hashtag FragLenny. Einfach das loszuwerden, was ihr gerne wissen möchtet. Wenn es reinpasst, werden wir das hier gerne stellen und an die Athleten weitergeben. Ja, soweit erstmal für den Anfang.
Ruth, bei dir, ne? Wir kommen aus der Leichtathletik, du bist da ein bisschen tiefer noch drin, die Saison ist zu Ende. Wie war es für dich, als du realisiertest, dieses Jahr läuft alles ganz, ganz anders? Ja, also ich muss auf jeden Fall gestehen, dass das für mich schwer war. Also ich bin schon in ein ziemliches Motivationsloch gefallen, weil man, bis klar war, dass die Spiele verschoben werden, ja irgendwie noch versucht hat, auch wenn man nicht mehr in OSP konnte und sowas, irgendwie sinnvoll zu trainieren und sich halt für den Fall der Fälle trotzdem vorzubereiten. Und obwohl man wusste, okay, es ist irgendwie unausweichlich und die Verschiebung oder sogar die Absage wird kommen, hat es mich dann trotzdem ganz schön getroffen. Und da dachte ich auch erstmal so, ja, okay, wofür soll ich jetzt weiter trainieren? Was soll ich jetzt machen? Und ich hatte so dieses Gefühl, dass man in so einer totalen Schwebe war und irgendwie gar nicht wusste, wohin mit sich. Und es standen ja noch weitere Wettkämpfe aus. Also wir hätten eigentlich noch eine Europameisterschaft gehabt dieses Jahr nach den Spielen. Und die wurde erst viel, viel später abgesagt. Also dass man auch gleichzeitig irgendwie keine Motivation hatte, aber auch dachte, okay, wenn die dann doch stattfindet, muss ich ja irgendwie fit sein. Aber gleichzeitig kann ich auch irgendwie nicht richtig trainieren, sondern muss auf irgendwelche Waldwege und eher aufbauartiges Training machen, als dass ich mich jetzt spezifisch auf eine Wettkampfsaison vorbereiten kann. Dass es irgendwie dann so war, dass ich im Endeffekt keine Lust hatte zu trainieren und echt dachte, wofür und das Ganze jetzt. Ja, und das gerade nach der Saison letztes Jahr, ne, als du nicht für die Weltmeisterschaft nominiert wurdest, das ging dir ja ziemlich nah. Ja, wie viel Energie kann man aus so einem Rückschlag auch ziehen? Will man denn anders dann jetzt das zeigen und sagen, so, ich habe es aber verdient, ich kann es doch? Oder reißt einen das so runter, dass man da erst mal ein halbes Jahr dran knabbert? Ja, also für mich war das, wie du auch sagst, auf jeden Fall der nächste Rückschlag. So habe ich das empfunden, nachdem ich 2018 gar keine Wettkämpfe machen konnte und 2019 dann irgendwie versucht habe, auf diesem Verletzungstief wieder rauszukommen und wieder Anschluss zu finden und auch wieder zu lernen, wie läuft man 400 Meter, war das dann so, okay, gut, jetzt bin ich gerade wieder fit und fühle mich irgendwie gut und bin wieder richtig bei der Sache. Und dann wird das abgesagt. Und es war irgendwie so, und der nächste Stolperstein, der einem in den Weg gelegt wird irgendwie, dass man dann schon so dachte, also bringt's das jetzt noch? Aber ich hatte schon das Jahr davor gesagt, ich will, egal was kommt, auf jeden Fall noch ein Jahr weitermachen, weil ich mir auch selber gesagt habe, ich brauche einfach die Zeit nach schwerwiegenden Verletzungen, um wieder ranzukommen. Und ich will nicht aus so einem Verletzungstief aufhören, einfach weil ich mich nicht mehr überwinden kann oder irgendwie mich dem nicht stellen will. Von daher war das schon so, dass ich auch dann irgendwann gesagt habe, okay, das nimmst du jetzt auch an, so wie es ist und vielleicht finden ja noch Wettkämpfe statt, wenn nicht, dann nicht. Aber das ist jetzt nicht die Situation, wo du sagst, ich höre jetzt auf mit meiner Karriere. Ja, du denkst schon, ja, also denkst du ans Ende? Also ja, denkst also, du ein Jahr ins Voraus oder sagst du, jetzt lass es erstmal laufen? Ja, also da ich ja auch nicht mehr die jüngste Athletin bin, ich bin vor kurzem 30 geworden, ist es schon so, dass das Ende ja irgendwie präsent ist und das ist auch okay so. Wenn ich jetzt Anfang 20 wäre, würde ich mir wahrscheinlich keine Gedanken machen oder ich habe mir mit Anfang 20 über solche Sachen keine Gedanken gemacht. Aber jetzt ist es schon so, dass ich sage, ich mache nächstes Jahr auf jeden Fall und gucke dann, wie es sich entwickelt, wie leistungsfähig ich noch bin, was ich tatsächlich für eine Leistung erbracht habe und ob dann noch ein Jahr drin ist, weil wir in 22 eigentlich eine Heim-EM in München haben und das wäre an sich ein schöner Abschluss und auch so ein bisschen wieder gut machen für die Heim-EM in Berlin 2018, an der ich halt nicht teilnehmen konnte aufgrund von Verletzungen. Aber das ist sowas, also dann wäre auf jeden Fall Schluss und das ist auch so, wo ich sagen würde, das entscheide ich nächstes Jahr. Also so, ob ich noch Lust habe, ob ich mich danach fühle, ob ich tatsächlich auch noch leistungsfähig bin. Wenn du dein Leben jetzt mit dem von vor 10 Jahren vergleichst, wie ist die Gewichtung des Sports? Also hat sich da was geändert? War der Sport vor 10 Jahren wichtiger als jetzt? Teils, teils. Also ich war ja mit 20 schon noch eine Athletin, der man ein bisschen öfter mal in den Arsch treten musste und die alles so ein bisschen mehr so Larifari und es geht schon irgendwie so. Das musste ich erst lernen und das war, also eine, ich sag mal, professionelle Athletin zu werden, war mit 20, da war der Weg geebnet, aber es war noch nicht so weit. Von daher ist in dem Sinne vieles sehr viel professioneller geworden und wichtiger und seitdem ist Sport immer Priorität gewesen und ich habe eigentlich alle Lebensentscheidungen danach ausgerichtet. Aber mittlerweile ist einfach so, dass es andere Dinge, die
dem Sport gerade den Rang ablaufen. Also ich werde nächstes Jahr heiraten und das sind so Sachen, wo man dann so merkt, okay, es gibt auch noch andere Dinge, die einen vielleicht ausfüllen, wie der Sport es auch kann, die dann ein bisschen an Wichtigkeit gewinnen, ja. Ja, das ist ein schönes Stichwort, Steffi. Gibt es andere Sachen als Sport? Also, ich heirate nicht, nein. klar gibt es andere Sachen als Sport. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Sportarten läuft, aber vom Kanu-Rennsport kann man auch in Zukunft nicht leben, also auch nach dem Sport nicht und auch nicht während des Sports. Dementsprechend Studium wäre ja für viele zumindest so ein Thema, das dem Sport doch gut Konkurrenz bietet. Und ja, wenn man dann doch als gerade als Frau vielleicht so Ende 20, 30, Anfang 30 ist, denkt man halt wirklich drüber nach, wie könnte es weitergehen. Also der Sport wird ab dann wahrscheinlich nicht immer Prio 1 haben und ja, dann muss man sich in Anführungszeichen Alternativen suchen oder man hat schon Alternativen gefunden. Ja, ist das so einfach? Also man sagt ja immer, dass die Leistungssportler, mit wie vielen Jahren bist du da reingeboren worden, reingewachsen? Also ein Kind will jetzt ins Boot. Ja, nein, den Sport mache ich so, seitdem ich 7 bin, ungefähr in der Dreh. Also man sagt, sobald man schwimmen kann, kann man auch ins Boot steigen. Und bei mir war das so mit 6, 7 in der Dreh. Und Deutsche Meisterschaft, das erste Mal 2005, so in der, ja, doch 2005. Und Nationalmannschaft, angefangen mit Junioren ab 2009. Also ich mache das schon sehr lange. Und es füllt auch wirklich meinen ganzen Tag aus. Also mein ganzes Leben ist halt eigentlich auf den Sport ausgerichtet. Aber ich merke gerade im Studium, es gibt viele Sachen, die machen doch auch mehr Spaß und ja, sind auf jeden Fall Richtung Zukunft was doch ganz cool werden könnte. Also ja, und man sucht sich halt Hobbys zur Not. Also ich habe jetzt über Corona angefangen mit Klavierspielen und ist auch ein schönes Hobby, sagen wir so. Muss man das aktiv suchen, zulassen? Also weil man ja, ich sage mal, man ist ja sehr verbohrt. Ne? Also man hat Ziele, man weiß ganz genau, du warst in Rio, hast eine Medaille gewonnen, bist Weltmeisterin. Du weißt, wie das funktioniert. Wie viele Störfaktoren sind da noch zulässig? Andere sagen, das ist Ablenkung, aber man kann auch sagen, das ist ein bisschen Abwechslung. Wie siehst du das? Also wie viele Stunden am Tag muss man da verbringen? Also ich bin ein Mensch, ich kann nicht 100% den ganzen Tag an Kanu denken und auch nicht an Sport. Mir war Ablenkung schon immer wichtig, allein um wirklich von dem ganzen Thema wegzukommen. Wenn mal Training nicht läuft, kann ich nicht die ganze Zeit drüber nachgrübeln, warum, wieso, weshalb. Das macht einen, glaube ich, auch selber kaputt. Dementsprechend freie Zeit nutzen, um wirklich den Kopf für andere Dinge frei zu bekommen. Und ich war schon immer ein Mensch, sobald ich frei hatte, habe ich mich mit Freunden getroffen und keine Ahnung, habe irgendwas anderes gemacht, was auf jeden Fall nicht mit Sport zu tun hat. Und das ist eigentlich wichtig. Klar, der Sport deckt, keine Ahnung, 80-90% des Tages ab, aber die restlichen Prozent muss ich halt gucken, dass ich auch wieder mal in ein anderes Leben reingucke und auch mal ein bisschen weg vom Sport komme. Da habe ich Glück, weil viele Freunde haben aufgehört mit Kanu-Rennsport und sind im wahren Leben angekommen. Und meine Familie macht auch nicht so viel Sport, eigentlich mehr so freizeitmäßig. Von daher komme ich da immer ganz gut wieder weg von dem ganzen Thema. Sind die vom Kanu-Rennsport weggekommen, weil sie zu alt sind oder das beruflich sich umorientiert haben? Oder viele gehen ja dann auch nach der Schule, müssen sich entscheiden, Ausbildung, Studium. Lohnt sich das, ins Boot zu steigen? Warum haben die aufgehört? Genau, also der Großteil hat nach dem Abitur dann aufgehört. Ich bin an der Sportschule gewesen. Dementsprechend war ein Kanu-Abi sozusagen. Also man musste sozusagen eine Abi-Note abhaddeln. Bis dahin haben viele trainiert und dann haben sich halt viele aufs Studium konzentriert. Das war so zumindest der erste Step, wo sich es ausgesiebt hat. Dann ist so der nächste Schritt, schafft man es nach der U23 in die A-Mannschaft? Also wenn man dann 24 ist, muss man halt gucken, schafft man den großen Step zu den Großen oder schafft man ihn nicht? Das ist nochmal so der nächste Schritt, wo Leute sich dann halt fürs Studium und alles entscheiden. Und ja, da sind dann schon viele verloren gegangen, sagen wir so. Also da ist dann wirklich nur noch der harte Kern übrig geblieben. Das sind in Dresden halt nur noch ich und Tom, also Tom und ich. Und wir haben, glaube ich, mit 10, 15 angefangen, mit 10, 15 Leuten. Und ja, sind noch 2 übrig geblieben. Naja, gut, so ist der Lauf der Dinge, ne? Ab wann hast du gemerkt, dass du besser bist als andere? Macht es irgendwann Klick oder guckt man nur auf die Urkunde?
Naja, ich habe, also es hat sich schon früh rauskristallisiert, dass ich, also so in den jüngeren Jahren habe ich eh alles gewonnen, weil ich war meistens die Einzige am Start. Das ist auch echt ein bisschen dumm. Nein, keine Ahnung, denn ich habe irgendwie immer weitergemacht. Für mich gab es irgendwie nichts anderes. Also für mich war es klar, nach der Schule geht es zum Training. Da sehe ich eh meine ganzen Freunde, da habe ich dann meinen Spaß und dann geht es nach Hause und am nächsten Tag geht es irgendwie wieder so weiter. Und ich weiß auch nicht, es war dann so, glaube ich, so auch der Step in den Juniorenbereich, so mit 16, 17 Jahren Nationalmannschaft. Und ja, spätestens da war es klar, dass ich irgendwie besser bin als die anderen, sage ich jetzt mal. Und ich bin dann irgendwie am Ball geblieben. Und sobald man halt den Fuß in der Tür hat bei einer Nationalmannschaft, ist, ja, kommt man halt auch irgendwie schneller weiter und bleibt halt auch eher dran. Also, ja. Wie viel Geld müsste man dir geben, damit du heute mit dem Sport aufhörst? Ja. Ich bin gerade an der kritischen Grenze, sagen wir es so, weil es eigentlich auch geplant war, dass ich nach den Olympischen Spielen mich ein bisschen umorientiere. Dementsprechend ist gerade so ein Auf und Ab. Ich bin zum Glück gerade wieder in einem Auf. Dementsprechend müsste man wesentlich mehr Geld hinlegen als noch vor 2 Monaten. Ja, okay. Sehr schön. Ja, Lenny, du bist in Teneriffa, ja, in der Sonne des Lebens. Jetzt stellt sich immer die Frage, was wärst du geworden, wenn du nicht in Teneriffa aufgewachsen wärst? Wenn du hier in Dortmund bei mir aufgewachsen wärst? Schlechte Frage. Zu meinen Freunden sage ich immer, ich wäre Baggerfahrer geworden. Weil ich glaube, vielleicht hätte ich Basketballer werden können. Ich weiß es nicht, weil ich mache es Hobby noch, als Hobby mache ich es noch mega gern und so. Aber ich glaube nicht, dass ich das Zeug dazu gehabt hätte, irgendwie neben Dirk Nowitzki oder so zu stehen und dann da in der NBA Dreier werf, weißt du? Jawohl, das ist ja schon mal kein schlechter Ansatz, ne? Sofort Dirk Nowitzki NBA. Man muss ja. Aber auf jeden Fall wäre aus mir, glaube ich, nicht das geworden, was ich jetzt bin, so. Also du bist ganz zufrieden mit dem, was du dir da ausgesucht hast, ne? Schließe ich daraus. Ja, auf jeden Fall. Also es war mehr die Entscheidung von meinem Papa, weil meine Mama wollte eigentlich, dass ich in Deutschland bleibe und da studiere, weiter zur Schule gehe und so und mir da ein Hobby suche. Und ja, mein Papa hat mich dann zu sich geholt nach Teneriffa und ja, dann habe ich halt angefangen zu surfen und am Anfang mochte ich es auch gar nicht. Ich hatte richtig Angst, so, weil du hast ja eine sogenannte Leash, das ist wie eine Leine, die du um deinen Fuß machst, mit Klettverschluss, damit dein Board, falls du es verlierst, nicht abtreibst oder verloren geht. Okay. Ja, und davor hatte ich immer mega Angst als kleines Kind, weil, ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Angst, mit dem Board mitgezogen zu werden und dann nicht mal an die Wasseroberfläche zu kommen. Ja, klar. Genau, und ja, so bin ich dann halt ja zum Surfen gekommen und dann irgendwann fand ich es überhaupt nicht mehr schlimm und mir hat's mega Spaß gemacht und ich wollte es auch weitermachen. Und mein Papa hat mich gepusht und ja, jetzt bin ich da, wo ich bin. Ja, also man sieht ja hier, ne, das ist ja echt eine Trendsportart. Also das ist ja, ihr seid die coolen Jungs vom Strand. mit den Wettkämpfen. Also ist das erstmal nur Spaß und irgendwie Sonne, Strand und Meer? Oder denkt man dann auch relativ früh, so, jetzt will ich mich mit anderen messen? Oder ist es dir wichtig, die geile Welle einfach zu erwischen? Ja, also die geile Welle zu, also die, so eine geile Welle zu erwischen, ist immer toll, ob im Wettkampf oder im Freesurf. Und ja, als ich noch kleiner war, so mit 12 Jahren, habe ich angefangen, Competition zu fahren. Und da war es eigentlich noch so aus Spaß mehr. Und ja, und dann mit 14 war ich dann zielstrebiger dabei. Und dann wollte ich auch also mehr die ganze Zeit gewinnen. Und ja, manchmal klappt es halt nicht, aber. Ja, da gibt es im Internet ein echt geiles Interview von dir. 12 Jahre bist du da. Schön lange Surfermähne, ne? Schön blondiert. Ja, genau. Das muss man sich mal angucken. Also du wusstest schon, wo du hin wolltest hier. John Florence, dein Idol Julian Wilson. Wie sieht das heute aus? Hast du da ja, heute,
oder orientierst du dich mehr an dir? Ja, also das sind immer noch meine Vorbilder, nur dass ich heute mit denen mitsurfe, also mit denen im Wasser sitze und ja, mich mit dem messe. Ja, von daher ist mega geil, wenn du dein Idol plötzlich neben dir hast und den versuchst zu zeigen, wo es lang geht, auch wenn es manchmal nicht klappt, aber ja. Ja, das ist geil, ne? Aber ist mega geil. Ich hatte jetzt vor 3 Tagen so ein Erlebnis, Colin Jackson. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt, ne? Das ist der Held meiner Jugend. Der war in den 90er Jahren der beste Höhenläufer der Welt. Ist er immer noch. So, Colin Jackson. Und dann erzähle ich meinem 12-jährigen Sohn, bei Instagram hat Colin Jackson, hat er mich geliked. Ich war komplett auf dem Häuschen. Ja. Colin Jackson. Und mein Sohn so, wer ist Colin Jackson? Ich sage, was, du kennst Colin Jackson nicht? Also, naja, ist dann schon geil, wenn man dann die Jungs dann auf einmal sieht und ja, und irgendwann besser ist als sie, oder? Ja, also, genau, auf jeden Fall. Ziel? Ja, also ich habe die früher noch mit 14 so, mit 16 auf YouTube-Videos mir den ganzen Tag angeguckt und dann versucht das zu machen, was sie auch machen. Und ja, jetzt klappt's halt. Jetzt kann ich das, was die machen und und wir gucken halt mit der Hilfe Wettkampf, wer der Bessere halt ist. Aber ihr braucht ja auch Wellen, ne? Also wenn man jetzt so an Olympia denkt und wir sagen mal Olympia in Deutschland, in der Nordsee, surfen ist nicht so super, oder? Nee, also es ist sehr kompliziert, eine sehr komplizierte Sportart, weil du musst immer gutes Wetter musst du nicht haben, aber du brauchst auf jeden Fall Wellen. Ob die Wellen jetzt schlecht oder gut sind, ist letztendlich egal, weil du musst dann alles fahren können so. Aber ja, man braucht Wellen. Es ist nicht so wie auf dem Tennisplatz. Du hast einen Tennisplatz da oder im Fußballstadion. Das ist ja da. Ja. Und deswegen musst du immer eine gute Location, sag ich mal, raussuchen, wo es häufiger Wellen hat, damit da mehr Chancen sind, dass man einen Wettkampf da machen kann. So. Ja, aber manchmal sind die Chancen größer sind. Dann ist ja auch gefährlich, ne? Also wenn da so ein Brecher über dir zusammenklatscht, ist ja auch nicht ganz ohne. Kennst du dieses Gefühl? Hosen voll? Mache ich nicht? Ja, auf jeden Fall. Also wenn es so riesig ist, zum Beispiel in Portugal gibt es einen Sport, der heißt Nazaré, ist eigentlich sehr bekannt für die großen Wellen, die da reinkommen und die können dann auch bis zu 30 Meter hoch werden. Da würde ich jetzt nicht unbedingt reingehen, aber ja, so andere Wellen, die so eine Tube haben, so ein Tunnel, das taugt mir auf jeden Fall. Und ja, man muss halt immer aufpassen, mit dem Untergrund ist ja meistens Stein. Und ja, dann könnte es auch schon gefährlich werden, wenn du irgendwie mit dem Kopf gegen Stein oder so. Deswegen bei sehr gefährlichen Wellen würde ich auch einen Helm benutzen. So. Echt? Ja. Ja, auf jeden Fall. Weil manchmal knallst du einfach mit dem Kopf auf den Grund und bei Sand tut es auch schon weh, aber du hast vielleicht eine Beule und das ist nicht so schlimm. Aber wenn dir das dann bei einem Riff passiert, ja, dann hast du entweder einen offenen Kopf oder halt, ja, ich hatte auch schon Leute, die dabei gestorben sind, so habe ich auch schon gesehen. Ja, wie haut dich das dann aus den Socken, wenn du das mitkriegst? Boah, ja, es nimmt mich auf jeden Fall mit. Also, jedes Mal, wenn einer stirbt, das passiert zum Glück nicht so oft. Aber wenn es mal passiert, dann paddeln alle Surfer raus aufs Meer, so, keine Ahnung, 500 Meter vor der Küste, bilden einen riesen Kreis und werfen alle Rosen ins Wasser, so, um ihn zu ehren, halt. Das ist sein Tod, ja. Oh Mann, ey, das ist ja. Ja, die Gefahr, die ist immer dabei, ne? In manchen Sportarten genau. Mehr, in manchen weniger. Ja. Muss es eben irgendwie abschätzen können. Was war deine schwerwiegendste Verletzung in den letzten Jahren? Ich hatte letztes Jahr eine schwere Rückenverletzung. Aber nur muskulär zum Glück. Und ja, die hat halt ein Jahr lang gedauert, bis ich dann wieder einigermaßen normal surfen konnte. Wie ist das dann in deinem Alltag? Machst du viel alleine oder arbeitest du ganz eng mit dem Trainer zusammen? Nee, ich arbeite sehr eng mit meinem Trainer zusammen. Sie sind wie meine besten Freunde auch. Und ja, ich habe einmal einen Trainer außerhalb des Wassers und einen
also der dann am Strand steht und mich filmt auch. Ja, außerhalb trainiere ich so wie jeder andere Sportler, denke ich mal, im Gym. Halt ein bisschen Gewicht heben für die Beine und ja, und ein bisschen Yoga, weil beim Surfen musst du sehr dehnbar sein. Mhm. Und ja, der andere Trainer filmt mich halt vom Wasser, vom Land aus und wir analysieren dann meine Bewegung auf der Welle zusammen okay. am Land und ja. Ja, also auch viel Videostudium. Jo, genau. Ja, gut, hier. Yeah. Wir kommen vom Mann zur Frau. Gelenkigkeit. Also ich war ja ein steifer Bock, ne? Obwohl ich Hügel. Ja, bei mir ist auch so. Nee, dafür ist die Rückseite immer viel zu verkürzt. Also. Ja, das ist der Sprinter-Tonus. Ja, ja. Da geht nichts. Lass uns mal einen Blick ins nächste Jahr werfen, 2021. Mit wie großer Wahrscheinlichkeit finden die Olympischen Spiele statt? Also ich glaube, sie würden es machen ohne Zuschauer. Könnte ich mir vorstellen, dass die Entscheidung doch in die Richtung fällt. Und dann ist es, sofern ein Impfstoff verfügbar ist, deutlich wahrscheinlicher, würde ich sagen. Allerdings ist es gerade jetzt, finde ich, super schwer einzuschätzen, weil es ja jetzt überall wieder schlimmer wird, wie sich diese Wellen, sage ich mal, einpendeln und wie die Auswirkungen jetzt sein werden. Also ich finde es super schwierig, das zu sagen. Natürlich irgendwie hofft man da drauf, aber es ist nicht so, dass man sagt, ja klar, nächstes Jahr auf jeden Fall. Wie man das vielleicht am Anfang noch, als dann klar war, dass die Spiele verschoben werden, noch gesagt haben, ja, nächstes Jahr, dann ist alles irgendwie wieder gut und wieder weg so. Ja, also ich finde es wirklich schwierig, mich da zu positionieren. Lenny, Steffi, wie seht ihr das? Ja, also ich sehe das eigentlich genauso, weil es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Ja, das Ding ist halt, wenn die Olympischen Spiele stattfinden, ohne Zuschauer, ohne Eröffnungsfeier, ohne Abschlussfeier, ohne das ganze Brimborium drumherum. Ich muss zugeben, die Olympischen Spiele 2016 waren beeindruckend. Aber wenn ich nur den Wettkampf gehabt hätte, wäre es wie jede Wald- und Wiesenregatta gewesen. Und die Olympischen Spiele ist halt doch irgendwie was anderes. Klar, man hat dann am Ende doch den Titel oder war dabei oder sowas. Aber die Frage ist, interessieren die Leute sich dann so extrem für die Spiele? Und es wäre halt ein Wettkampf, ja, aber wäre es der Wettkampf wie, ja, keine Ahnung. Ich finde Zuschauer und das ganze Brimborium drumherum macht viel aus. Dementsprechend bin ich gerade, klar, stattfinden wäre mega und dabei sein auf jeden Fall. Aber wenn man halt schon einen Vergleich mit Spielen hat, ist es wirklich das, wofür man sich dann so extrem den Arsch aufreißen will, kann, wie auch immer. Ist gerade echt wirklich ein blödes Thema, aber ich gehe auch davon aus, dass es stattfinden. Schon allein, weil da ziemlich viel Finanzielles geflossen ist. Und ja, aber die Zuschauerkomponente wird wohl sehr gering gehalten, ja. Ja, die Frage ist halt, was dann noch von den Spielen sozusagen übrig bleibt, weil dann wird es wahrscheinlich auch sowas wie ein olympisches Dorf und so, das wird es ja alles nicht geben. Und das ist oder war für mich zumindest mit das, was das Ganze so besonders gemacht hat. Ja, das Ganze drumherum, allein angefangen schon bei der Einkleidung. Die Frage ist, kann man andere Sportler sehen? Kann man mit anderen Sportlern sich unterhalten? Dann Anreise, ist das mit Quarantäne verbunden? Nach Hause kommen, ist das mit Quarantäne verbunden? Und ja, selbst wenn es einen Impfstoff gibt, möchte man sich impfen lassen? Kann man überhaupt so schnell alle impfen? Ich finde es halt wichtiger, erstmal die Risikogruppen zu impfen und vielleicht die Leute, die mit den Menschen halt wirklich Kontakt haben. Also ich wäre jetzt ein Mensch, ich würde jetzt nie sofort sagen, hey, ich will so einen Impfstoff, weil ich einfach in der Kette relativ weit hinten bin. Von daher ist wirklich ein blödes Thema, aber das sind so Sachen, die haben wir leider wenig zu entscheiden. Das sind sportpolitische Sachen und müssen uns überraschen lassen. Letztendlich, der Termin steht und wir müssen daraufhin trainieren. Das ist unser Job, das ist unsere Leidenschaft. Und ja, da muss man irgendwann den Kopf ausschalten, wahrscheinlich. Ja. Ist das so leicht, einfach zu sagen, ich trainiere? Also, ist ganz interessant. Das zu sehen, also wir haben ja jetzt die 10. Sendung, wir haben angefangen, ich weiß gar nicht, im Juni irgendwann mit diesem Athletentalk und da hieß es dann immer, die Spiele sind verschoben, aber sie werden stattfinden. So wie ihr es gerade auch gesagt habt, ne? So, wir haben einen Termin. Dann kam im Sommer so ein bisschen Hoffnung
auf jetzt mit den neuen Zahlen ist es natürlich echt jetzt schwer zu glauben. Trotz alledem sage ich immer so, der Sportler muss so naiv und blöd sein, dass er alles ausschaltet und sagt, so, nächstes Jahr im Juli geht es um die Wurst. Aber ist ja nicht leicht. Und es sind ja auch berechtigte Zweifel, die gerade so aufkommen. Und wie so Olympische Spiele unter diesen Bedingungen auch aussehen. Und ihr habt es ja auch gerade gesagt, das olympische Flair würde echt drunter leiden, ne? Wenn wir dann eingeschränkt werden in unserer Herzlichkeit miteinander. Sagen wir es mal so. Das ist ja ein Riesenfest. Ich wollte gerade die Frage an die beiden Mädels stellen, weil die ja schon bei Olympia dabei waren und Lenny jetzt in Tokio hoffentlich dann auch am Start sein wird. Macht mal ein bisschen Werbung für Olympia. Was macht Olympia unter normalen Umständen so besonders? Ihr habt es ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Der Werbeblock startet jetzt. Kann ich machen. Ja, also für mich war, wie gesagt, das Leben im Dorf super besonders und dass man da, das war wie, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber wie eine große Athletenfamilie war. Und da war es halt in dem Moment egal, ob du, so wie bei mir, ich war einfach super glücklich, dass ich es endlich geschafft habe und dabei sein konnte. Oder halt Leute, die, was weiß ich, zum dritten Mal da sind und schon 10 Goldmedaillen, olympische Goldmedaillen im Schrank hängen haben. Dass das so eins ist, dass das irgendwie dieser Gedanke tatsächlich dahinter ist, dass man vereint, irgendwie die Sportler der Welt treffen sich da, um ihr Bestes zu geben. Und das, finde ich, hat man irgendwie sehr gemerkt die ganze Zeit, obwohl halt viele Sachen irgendwie nicht gepasst haben und viel ja auch kritisiert wurde, gerade von Athleten, die den Vergleich zu London zum Beispiel kannten. Aber ich weiß, dass ich einfach die 2 Wochen, die ich da war, war ich die ganze Zeit super glücklich. Und ich habe zum Beispiel immer super gut geschlafen, obwohl ich das bei Wettkämpfen nicht kann, weil ich einfach wirklich so froh war, ich bin hier, alles ist gut so. Und dann waren die Leistungen auch dementsprechend und ja, dass ich einfach jeden Tag genossen habe. Das war so für mich das Besondere, weil es einfach irgendwie was ist, das findet alle 4 Jahre nur statt. Und es gibt viele Athleten, die ihr Leben lang sich den Arsch dafür aufreißen und es dann halt aber aufgrund einer Verletzung oder irgendwelcher anderen Umstände, die du von außen kommst, dann klappt es halt nicht. Und dann ist es sowas, wo du nicht sagen kannst, ja, ich probiere es nächstes Jahr nochmal, sondern nee, gut, in 4 Jahren bin ich halt zu alt oder was auch immer und dann geht's halt nicht mehr. Und das ist einfach wirklich nichts Einmaliges in dem Sinne ist, dass es nur einmal stattfindet, aber für viele eine einmalige Sache ist. Ich würde es ähnlich sehen. Also das Olympische Dorf war schon sehr beeindruckend. Allein die Dimension des Ganzen war für mich vorher nicht greifbar. Kanu-Rennsport ist leider nicht mit so einer großen Zuschauerzahl gesegnet. Das war in Rio dann aber irgendwie schon was Beeindruckendes. Wir hatten halt das Glück, unter dieser Statue paddeln zu dürfen und hatten auch drumherum Tohuwabohu und die Tribünen waren nicht so groß wie erst geplant, aber es war trotzdem sehr beeindruckend. Und dadurch, dass auch ein brasilianischer Kanufahrer da in die Medaillen gefahren ist sozusagen, war halt auch immer wirklich viel Publikum da und es war schon beeindruckend. Also wenn man da auf so eine riesige Masse in Anführungszeichen zugefahren ist, das hat schon im Rennen viel ausgemacht, hat die Nervosität natürlich nach oben geschraubt, hat aber trotzdem irgendwie dann nochmal so ein Fünkchen aus einem selber rausgeholt. Also man hatte dann irgendwie nochmal so 2-3% mehr Power und ja, ich habe halt gelernt in der Zeit wirklich alles zu genießen, zu allem auch Ja zu sagen, weil ich halt wirklich nicht wusste, komme ich da nochmal hin, erlebe ich das überhaupt nochmal und es war halt wirklich eine sehr intensive Zeit, man hat irgendwie alles ganz anders aufgenommen und wie Ruth schon gesagt hat, einfach diese große Sportfamilie, es hat sich irgendwie jeder verstanden. Klar war man bis zu einer gewissen Zeit noch Konkurrenz, aber danach hat man sich abends im Olympischen Dorf getroffen, hat nochmal Rennen analysiert, hat sich da nochmal unterhalten, hat dort nochmal angestoßen und ja, ich hatte halt das Glück, da eine Medaille zu gewinnen und der ganze Presserummel danach, das war auch schon mal sehr beeindruckend, hatte ich vorher auch noch nie also ansatzweise noch nicht und ja, das Gesamtpaket hat einfach gestimmt und ja, es sind halt die Olympischen Spiele, auch wenn sie für einige, die wissen nicht mal so richtig, wann die nächsten Spiele sind und wo, aber für Sportler ist das halt wirklich das Nonplusultra und ja, als Sportler finde ich persönlich, wenn man einen gewissen Grad erreicht hat, muss man dahin. Okay, Lenny, hast Bock?
Also, Ja. Sorry, wie gesagt, ich bin auf Teneriffa und hier ist sehr heiß, und mein Gerät ist gerade, war gerade ein bisschen überhitzt, aber jetzt ist alles wieder okay. ja, Lisa, wir haben auf dich gewartet. Wir haben nicht gelästert und haben das Okay. mit langer Hand vorbereitet, dass wir dir jetzt dieses Olympia-Feeling schmackhaft machen. Als du Surfer geworden bist, da gab es Surfen bei Olympia noch nicht. Was bedeutete das für dich, als auf einmal hieß, Surfen wird olympisch? Hast gesagt, okay. Also ich war erstmal begeistert, weil ich gucke mir alle Olympiaden, alle Sportarten eigentlich im Fernseher mal an. Und boah, das ist echt so riesig, weißt du? Da sind so viele Menschen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich dann irgendwann mal da bin und mir so viele Menschen zuschauen werden, boah, das wäre für mich ein unbeschreibliches Gefühl auf jeden Fall. Und ja, da Surfen auch jetzt neuer olympischer Sport ist, ja, kenne ich das Feeling ja noch gar nicht und ich hoffe, es bald zu erleben auf jeden Fall. Was ist das Erste, was du machst, wenn du in Tokio bist? Wir reden jetzt einfach so, 2021 ist Tokio. Deswegen sitzen wir hier zusammen. Wir wollen euch auf dem Weg dahin begleiten, Schritt für Schritt heißt das. Was machst du als Erstes in Tokio, wenn du dahin kommst? Sushi essen. Sushi. Die anderen Auf auch? jeden Fall. Er ist zumindest nochmal auf der Liste. Also, ich war ja schon mal Okay. drüben. Der Sushi war schon sehr gut, ja. Also, du warst schon mal da? Ja, wir waren 2018 im Herbst mal da, weil wir halt nicht direkt auf die Olympiastrecke können, weil vorher die Ruderer noch drauf sind. Und da müssen wir sozusagen Trainingsmöglichkeiten finden. Und da wurden uns zwei Orte zugewiesen, die wir uns anschauen sollten. Und da waren wir mal 8 oder 10 Tage, waren wir mal drüben. Ja, war schön da. Jetzt sag mal schnell nochmal zum Klima. Also, wir waren ja letztes Jahr da bei den Weltmeisterschaften in Katar, da war es schon warm und dann hieß es immer, in Tokio nächstes Jahr wird es noch viel heißer und drückender. War das so schlimm? Ja, ne, wir waren im Oktober da und es war schon gut warm, so 25 Grad, aber die Luftfeuchtigkeit war eher so das Schlimme. Also so 70, 80% Gefühl. Also man war immer klitschnass. Also ist jetzt bei uns nicht so schlimm, weil wir sind ja immer auf dem Wasser unterwegs, aber war schon irgendwie, war speziell. Also hatte ich so auch noch nie, muss ich zugeben. Ja. Okay, gut, du auch Sushi? Also ich kenne ja Sushi nur im Supermarkt hier bei uns. Ja, also ich mag Sushi, aber ich esse so Kindersushi mit Avocado und Gurke. Meine Frau. Ja. Ja, Ja, aber was natürlich auch immer ganz toll ist, ist das Deutsche Haus, was sich auf jeden Fall immer lohnt und wo tolle Überraschungen sind, wo es auch immer ganz tolles Essen gibt. Und ja, das wäre sowas, wo man sagt, okay, da muss man auf jeden Fall schnell hin. warum? Weil da gefeiert wird, bis der Arzt kommt, oder? Also das kann da auch vorkommen, aber das kann ja auch jeder selber gestalten, wie er das möchte und wie das zu seinem Wettkampfplan passt. Aber ja, es gibt immer irgendwie super tolle Aktionen, weil viele Partner der Olympiamannschaft natürlich vertreten sind und da sich tolle Sachen überlegen. Das Essen ist cool und auch da ist es so eine Gelegenheit, wo man halt unter normalen Umständen gut einfach mit anderen Sportlern in Kontakt kommen kann, wo man sonst immer so in seiner, bei mir jetzt in dieser Leichtathletikblase ist und da im Speziellen noch unter den Sprintern und dann in seiner eigenen Staffel und so, also wo man halt öfter mal so nur seinen eigenen vier Wände kennt und da kann man dann die Gelegenheit mal nutzen, auch mal mit ganz anderen Sportarten in Kontakt zu kommen und mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken. Ja, du hast wenigstens noch eine Staffel. Gib andere die Beine. Ja. Du hast gerade gesagt, ne? Partner sind da. Wie wichtig sind die für dich? Könntest du ohne Partner Sport machen? Nein. Also ich glaube, Definitiv das nicht. braucht man gar nicht irgendwie weiter auszuführen. Das wird jeder Sportler kennen, dass man ab einem bestimmten Aufwand, wenn man zum Beispiel sagen muss, ich muss mein Studium strecken oder dann ich kann nicht studieren und trainieren und nebenbei noch arbeiten, dass man da einfach auf finanzielle Hilfe von Partnern und Sponsoren angewiesen ist. Wie teuer ist dein Sport? Also ich würde sagen, dass wir als Leichtathleten, was zum Beispiel Material angeht, gut aufgestellt sind, weil wir im Zweifel halt ein paar Sportklamotten und ein paar Schuhe brauchen. Aber so, wir sind halt auch viel unterwegs und gerade so Trainingslager kosten einfach extrem viel. Wir sind vielleicht im Vergleich auch nicht so viel weg wie andere Sportarten. Aber auch wir sind ja immer auf Wärme angewiesen, damit wir vernünftig trainieren können. Und das geht dann halt nicht irgendwie
eine halbe Stunde entfernt in Delmenhorst, sondern muss dann halt mindestens Teneriffa sein. So. Und das ist einfach was, was viel Geld frisst. So. Ja, das ist so der Hauptpunkt, würde ich sagen. Und dann kommen natürlich noch so Sachen hin wie Physiobehandlung und alles, was so dieses große, ganze Bild quasi von allen Ecken und Enden ja, aufbearbeitet werden muss. Okay, wir bauen das finanziell gerade so ein bisschen auf. Ich habe so einen Verdacht, wer am teuersten unterwegs ist. Steffi, die würde ich auf Platz 2 einsortieren. Liege ich damit richtig? So ein Boot ist nicht billig, oder? Nein, also so um die 3.600 pro Boot. Und ja, zwei müsste man schon mindestens haben. Beim Paddeln sieht es ähnlich aus. Eigentlich auch so 2 bis 3. Ich habe das Glück, noch auf der Elbe zu paddeln. Bedeutet, jedes Jahr frisst die Elbe noch ein Paddel. Also da habe ich. Halt doch fest, Mensch! Naja, wir haben ja das Glück, dass ja, es nicht mehr regnet. Dementsprechend ist die Elbe halt im Sommer sehr, sehr flach und ja, da kommt man halt auf Steine auf und dementsprechend gehen halt auch viele Paddelflöten. Ja, wir paddeln im Sommer und im Winter, dementsprechend Winterklamotten und da gute Funktionsklamotten kosten auch einiges. Also wir haben schon eine gute Palette, die da. Ja, finanziell gestimmt werden muss. Okay. Und Trainingslager natürlich, aber das ist bei jedem du, ne? Dass ihr dann auch in Florida unterwegs seid, gut ja auch, ne? Dass ihr da öfter mal seid. Jetzt Trainingslager, demnächst ist was geplant, Türkei? Überlegt. Genau, geplant, also es gibt wohl eine Auswahl zwischen Italien und der Türkei. Da verhandeln sie wohl gerade und überlegen halt, wie das ganze Prinzip laufen könnte, auch mit Quarantäne und Corona-Tests und hier und da. Was letztendlich da rausgekommen ist oder gerade rauskommt, weiß ich nicht. Mein nächster Step ist erstmal Ende Oktober noch eine Leistungsüberprüfung und wenn ich da das grüne Häkchen kriege, dann mache ich mir darüber Gedanken, sozusagen. Also, was heißt ein grünes Häkchen? Ich war verletzt den Sommer und konnte an den Wettkämpfen, die so ein bisschen improvisiert wurden vom Deutschen Kanuverband, weil international ja nichts stattgefunden hat, konnte ich nicht teilnehmen. Und wir haben halt ein sehr strenges Leistungssystem, bedeutet also, egal was ich die letzten Jahre in Anführungszeichen geleistet habe, ich muss halt trotzdem irgendwie beweisen, dass ich trainiere und dass ich halt gut schnell vorwärts paddeln kann. Dementsprechend ist es halt wichtig, Leistungsüberprüfungen zu machen und zu denen halt auch dementsprechend fit zu sein und nach der Rückenverletzung Step by Step jetzt hocharbeiten und dann das grüne Häkchen abholen. Also es gibt jetzt keine Vorschuss- oder Nachschusslorbeeren sozusagen. Zweite Ja, Ballon. Also schon, also gerade auch Richtung Mannschaftsboot. Es kann halt nicht jeder gut im Mannschaftsboot sitzen. Also es hat dann doch irgendwas mit Wassergefühl und Bootsgefühl zu tun. Und da habe ich schon mal so einen kleinen Pluspunkt, weil Mannschaftsboot liegt mir einfach. Und nach Olympia hatte man auch so einen kleinen Bonus, halt gerade mit einer Olympiamedaille. Ja, war man dann erstmal so eine Stufe höher gestellt, aber tendenziell gilt, der Schnellste sitzt im Boot und da ist es in Anführungszeichen erstmal egal, wie viele Weltmeistertitel ich habe. Wenn ich dann nur 8., 9. bin, dann habe ich im ersten Boot nichts zu suchen. Also okay. Banal gesagt, ja. Wie egoistisch darfst du sein? Ich darf gerade nicht so egoistisch sein. Also in welcher Hinsicht, sagen wir es mal so. Ja, dass du sagst, ich weiß, was ich kann. Und dass du dann auch den Takt vorgibst? Ja, ich glaube, als Sportler muss man immer ein bisschen die Nase weiter oben tragen, halt, weil doch viele Menschen auf einen gucken und viele Menschen einen auch kritisieren. Also egal, was ich mache, ich habe genauso viele Befürworter wie Gegner in dem Sinne. Und dementsprechend versuche ich gerade, also Corona gab so einen kleinen Knacks bei mir, da hat es mich auch ein bisschen ja, aus dem Latschen geworfen und ich wusste nie so richtig, okay, kannst du jetzt überhaupt, kannst du jetzt nicht und dementsprechend bin ich gerade dabei, wieder mich ein bisschen aufzubauen, hochzupushen und mein Ego wieder ein bisschen zu stabilisieren, aber letztendlich bin ich immer, ich versuche immer sehr fair und freundlich gegenüber allen zu sein, meine Nase ist dann doch nie so weit oben, wie sie vielleicht sein müsste in der Hinsicht, aber ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann. Dementsprechend weiß ich, mich einzuordnen. Ja, dieses Selbstbewusstsein muss man ja mitbringen, ne? Wenn man auf die Regatta-Strecke geht und sagt, wird heute nichts, dann wieder nichts. So schlimm wie bei Leichtathleten ist es zum Glück nicht. Also wenn ich da allein in so einem riesigen Stadion stehen müsste, das wäre mir gar nichts. Beim Kanu geht man dann doch ein bisschen mehr unter in der Menge, beziehungsweise man ist ja doch ein bisschen weiter entfernt von der Zuschauermenge, wenn mal eine Menge da wäre. Dementsprechend, ich glaube, Ruth hat da mehr zu kämpfen. Wie es beim Surfen ist, weiß ich nicht, aber da weiß ich auch, dass man ziemlich weit draußen ist und glaube ich,
da das erstmal nicht so mitkriegt. Also. Nee, komm, sag mal, was dazu ruht. Ja, also ich dieses Jahr zum Beispiel, da ich durch 2018 und 2019 vielleicht ähnlich wie bei dir nicht so das allergrößte Selbstbewusstsein hatte, war es für mich gar nicht so schwer, ohne Publikum zu laufen, weil ich mir dann irgendwie, es ist mir leichter gefallen, mir keine Gedanken darüber zu machen, was denken die Leute jetzt darüber, die hier im Stadion sitzen und zugucken, über meine Leistung, wie beurteilen die mich? Und das war halt die letzten 2 Jahre oder das letzte Jahr, wo es halt irgendwie gar nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt hatte, schon so ein großer Punkt, der mir extrem viel Kraft geraubt hat. Von daher ist das schon was, was eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite habe ich es auch schon erlebt, dass ich in so ein Stadion reinkam, da war 2017 die WM in London, fand ich fast noch krasser als in Rio. Das ganze Stadion war voll und es war einfach, also es war wirklich überwältigend und das war schon krass und das hat mich aber eher gepusht. Also ich kann mir vorstellen, wenn man das so zum allerersten Mal erlebt, ist es vielleicht auch so, dass einen das zu sehr aus der Fassung bringt, aber das hat mich super motiviert und das war, also es kann auch Vorteile haben. Ja, ich glaube, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben, ne? Ja. Und wenn man es nicht so mag, dann bringt man da auch seine Leistung nicht. Wir haben noch eine Frage offen, Lenny. Dein Sport, wie teuer ist der? Ich würde jetzt sagen, ja, der ist teuer. Im Durchschnitt, glaube ich, 700 Euro, alles zusammen. Am Tag? Nein, nicht am Tag. Du brauchst ja nur ein Brett und einen Anzug eigentlich. Wie? Also mein ganzes, ja, also für Anfänger so. Also ich selber, ich habe so 10 Boards. Ja, also. Was wahrscheinlich irgendwie 20.000 Euro kostet und dann noch ein paar Anzüge, so 5 Anzüge, die kosten dann auch nochmal an die 1.000 Euro oder so. Ja, wollte ich sagen. Gibt ja welche für 99, ne? Ja, ist auch nicht der billigste Sport, wenn du das professionell machst, auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch noch Unterstützung von Sponsoren. Ja, und die müssen natürlich auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit präsentieren. Da kommen wir zu Social Media. Da seid ihr alle drei aktiv. Das geht gar nicht mehr ohne, oder? Kann man einen Sport sehen, ohne dass die Welt von einem weiß? Also bei mir verlangt die Sponsoren und so. Von daher muss ich auf jeden Fall auf allen oder auf so vielen Kanälen wie möglich aktiv sein. Machst du das selber oder hast du eine Hilfe? Nee, also für meinen Facebook-Account habe ich Hilfe und mein Instagram manage ich noch selber. Aber ich habe auch eine Managerin, die mir dabei sehr gut hilft. Geht dir das leicht von der Hand? Es ist auf jeden Fall eine große Zeit, die man da am Handy verbraucht oder auf den Social Media Kanälen, die ich sonst irgendwo anders reinstecken würde, so wie mit meinen Freunden irgendwie Basketball spielen gehen oder halt nochmal surfen, trainieren, was auch immer. Okay. Ruht und nix gerade? Das braucht viel Zeit? Ja, ich finde auf jeden Fall, also gerade wenn das so besondere Sachen sind, die auch irgendwie ein bisschen Planung fordern, so, dann ist das halt mal nicht irgendwie schnell ein Selfie, sondern dann muss man irgendwie ein bisschen drüber nachdenken und will man natürlich auch, dass es schön aussieht und dass der Partner dann jeweils zufrieden ist, beziehungsweise der hat dann auch bestimmte Vorstellungen und so. Das kann auch schon mal anstrengend sein. Ja, aber also ich überbewerte das jetzt auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich manchmal nutzt es einem und manchmal ist es halt auch gefordert, aber ich finde, oder ich fahre damit ganz gut, dass ich dann auch mal sage, so, jetzt habe ich da keine Lust drauf, so, oder das ist irgendwie was, das passt nicht zu mir, das möchte ich nicht, oder was auch immer. Also, dass man da so ein bisschen die Balance findet. Die Freiheit hast du oder die nimmst du dir? Also, die habe ich, weil ich sie mir genommen habe. Also da verstehen die Partner dann auch, wenn du sagst, das finde ich jetzt doof oder das geht jetzt nicht, ich bin jetzt in der Konzentration, jetzt kann ich hier nicht noch was machen. Ja, auf jeden Fall. Also das geht sowieso gar nicht, wenn das jetzt irgendwelche Forderungen wäre, so irgendwie 5 Minuten vom Wettkampf, ja, film dich doch mal im Callroom, das geht sowieso nicht, weil wir die Sachen nicht da, also kein Handy dabei haben dürfen, aber das wäre auch sowas, wo ich sage, nee, also mein Sport geht vor und meine Leistung und das würde mich auf jeden Fall in meiner Leistung beeinträchtigen, danach so, klar, kein Problem oder auch vorweg mal, aber also es muss schon irgendwie auch vereinbar sein mit mir und mit dem Sport. Und da fällt mir gerade was richtig Spannendes ein. Leg das doch mal unter den Startblock beim Start. Dann fällt ja. Da ging ja ein Riesenaufschrei durch, als ich
dass wir auf einmal im Startblock hatten. Nee. Steffi, bei dir, Social Media? Also ich sage ja immer, ne, als ich damit angefangen habe bei Instagram, ne, guckte mich mein Sohn an, der ist 12, sagt der Papa, du bist da zu alt für. Lass es sein. So, in gewisser Weise macht es ja auch Spaß. Also wenn es sich überhand nimmt, ne, dann muss man eben auch ein Typ für sein. Bist du so eine? Ich bin persönlich nicht gern am Handy. Ich persönlich könnte auch auf das Ganze verzichten. Ich finde es halt manchmal schon sehr anstrengend und ich mache eigentlich wirklich nicht viel auf Instagram, allein schon, weil mir das Bildmaterial fehlt und weil ich eigentlich auch nicht gern mein Gesicht in eine Kamera halte. Aber aktuell ist es halt wirklich, jeder Sponsorvertrag hat irgendwo so eine kleine Klausel stehen. Es wäre schon schön, wenn mal unser Firmenname irgendwo auftaucht. Dementsprechend es ist, glaube ich, als Sportler doch irgendwo zwingend notwendig, schon allein, um wenigstens in Anführungszeichen was bieten zu können. Wir im Kanu-Rennsport haben keine großartigen TV-Zeiten. Ich wäre nicht bei ZDF, ARD irgendwo eingeladen oder Sonstiges. Dementsprechend muss ich halt irgendwas bieten und da bleibt mir nur Social Media, beziehungsweise ja, doch eigentlich nur Social Media und ein bisschen Presse und vielleicht das regionale TV-Programm. Aber ja, ich mache das, was gemacht werden muss. Ich versuche zwischendurch ein paar Späßchen zu machen, aber ich bin da, glaube ich, auch echt nicht gut drin. Und ich will es später auch nicht beruflich machen, weil ich studiere Medienmanagement und viele denken, oh, das ist ja hier Social Media. Nein, ist es nicht. Und nein, ich möchte es später auch nicht beruflich machen. Okay. Ja, ist spannend, weil ne, vor 25 Jahren, als ich unterwegs war, da gab es das überhaupt noch nicht. Da hatte man einen Sponsor. Je größer der Aufdruck auf der Brust, desto besser. Also das war relativ einfach. Manchmal fühlte man sich wie so eine Litfaßsäule, aber es eröffnet auch ganz andere Möglichkeiten. Ne? Das muss man ja auch immer so sagen. Und wenn man das für sich nutzen kann, na, ist das schon nicht schlecht. Wir kommen zu den Fragen. Wir sind schon fast durch. Und die erste Frage geht an Ruth. Ab wann hast du dich auf die 400 Meter konzentriert? Ich habe das relativ spät tatsächlich erst gemacht. Ich bin mit 21 das erste Mal 400 gelaufen. Was? Echt? Ja, wo die meisten in der U20 damit anfangen. Ja. Aber ich habe 100 und vor allem 200 gemacht in der U20 und mich immer nicht so getraut, weil ich dachte, boah, das ist voll weit, eine ganze Runde und das ist voll anstrengend. Und habe es dann aber irgendwann probiert und so gemerkt, okay, es hatten alle recht, es liegt mir doch besser und habe dann versucht, mich da zu etablieren, also tatsächlich relativ spät. Musstest du dazu überzeugt werden? Aber, ja. Aber 400 Meter, das ist noch nichts, was man sich freiwillig aussucht, oder? Nee, ist es eigentlich nicht. Also, das hat schon ein bisschen Überzeugungsarbeit gekostet. Ist auch hier und da, denkt man noch manchmal so, Gott, kann ich nicht irgendwas anderes machen? Aber ja, wenn es zu einem passt und der Erfolg einem dann auch immer mal wieder recht gibt, ist es okay und es ist so eine Hassliebe, würde ich sagen. Sag mir mal, wie du dich fühlst, wenn du hinterm Startblock stehst. Ja, ich, also wenn ich da schon stehe, versuche ich, ehrlich gesagt, nicht mehr ganz so viel zu fühlen. Aber im Training kommt das natürlich öfter vor, dass man es halt nicht so ausstellen kann. Und im Training ist auch manchmal so ein Tempoprogramm, kann auch schon mal schlimmer sein als der Wettkampf an sich. Und da ist schon so, hat man vorher vielleicht schon mal so ein bisschen Angstverdauungsprobleme und sozusagen und macht sich halt einen Kopf und nein, dann fühle ich mich wieder total schlecht und so, also man weiß auch, okay, vielleicht muss ich mich auch heute wieder übergeben und das sind alles so Sachen, wo man so weiß, es wird jetzt nicht schön, es ist irgendwie unangenehm und es macht halt auch keinen Spaß. Also es kann einem auch keiner erzählen, dass das Spaß macht. Vielleicht, wenn es einem wieder gut geht und man denkt, ja, ich habe mich überwunden, ich habe das jetzt hier gut hinter mich gebracht, dann kann man sagen, okay, ich bin stolz auf mich, aber es ist jetzt nicht so, dass das mega Spaß macht. Nee. Was? Nein. Wegen eurer Disziplin liegen die ganzen diese ganzen Kotztüten in der Mixzone. Ne? Ja. Also wenn man dann vom Ziel fertig ist und dann an den ganzen Fernsehanstalten vorbei muss, ja, da liegen die Kotztüten bei uns. Also man muss, da wo ich stehe, liegen sie. Nein. In welche Stadt würdest du gerne ziehen, wenn du vom Sport unabhängig wärst? Also ich bin natürlich wegen des Sports nach Hannover gegangen, ganz klar, um hier im Olympiastützpunkt und bei meinem Trainer Edgar Eisenkopf zu trainieren. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich hier super wohl fühle, weil ich die Größe mag, das nicht ganz groß ist, aber auch nicht so klein wie Oldenburg, wo ich herkomme.
Was mich interessieren würde, wäre gerne irgendwas, wo es warm ist. Also sowas wie Barcelona zum Beispiel, finde ich, ist eine super tolle Stadt. Oder auch mal dann tatsächlich in Deutschland doch nochmal so ein bisschen Großstadt, sowas wie Hamburg oder Berlin. Könnte ich mir schon auch vorstellen. Ich weiß nicht, ob für längerfristig, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Deine Mutter ist Argentinierin, ne? Ja. Also, dass du in das Land gehst oder so, das ist keine Option. Also ich liebe Argentinien, ist meine zweite Heimat, aber ich muss sagen, dass ich doch die Sicherheiten, die einem speziell in Deutschland und in Europa auch noch größtenteils im Vergleich zu den meisten Ländern aus Südamerika, die einem hier geboten werden und auf die man sich verlassen kann, sind doch ein großes Argument, das wertzuschätzen und hier zu bleiben. Also für mich auf jeden Fall das, was man so an Versicherungen hat, was das tägliche Leben, auch die Sicherheit im Alltag angeht, was mögliche Bildung für Kinder und so weiter und so fort. Das ist schon was, was ich sehr zu schätzen weiß in Deutschland, weswegen ich auch mit Ausland so weit in so einem Zustand wäre schwierig für mich. Da sollte man sich immer mal wieder vor Augen führen, ne? Wie gut es Ja. uns eigentlich geht. Ja. Ja, Fragen an Steffi haben wir jetzt. Kann man noch was reißen, wenn man mit 25 vom Speerwurf zum Kanu wechselt? Weiß ich nicht. Wurde noch nie ausprobiert. Ich glaube, es gibt Gründe, warum das noch nicht ausprobiert wurde. Ich persönlich bin der Meinung, alles, was so nach 12 Jahren versucht, dann Kanu zu machen und versucht auch professionell zu werden, kann klappen. Ja, aber so 12 ist, glaube ich, so die oberste Schmerzgrenze, um vielleicht dann noch was reißen zu können, zu wollen. Gibt auch viele Ausnahmen. Aber so ein bisschen Wassergefühl sollte man dann vorher schon irgendwie gehabt haben. Speerwurf zum Kanu wäre auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Die Speerwerfer, die ich kenne, sind auch ein bisschen kräftiger. Da weiß ich jetzt halt nicht, inwieweit das mit dem Boot so klappen könnte, aber ausprobieren. Also ich bin bereit. Ich könnte trainieren, also als Trainerin agieren, kein Problem. Man muss eben immer wissen, was man will, ne? Also ich Ja, glaube, also. nach Olympia schafft man es nicht mehr. Aber Spaß haben kann man. Ja, Spaß haben kann man immer. Also ist auch ziemlich viel Badespaß, sage ich jetzt mal dabei. Kann man Aber nicht. vielleicht schafft man es ja, wenn man den Willen hat, müsste man halt ausprobieren. Ja. So, warum fährt man Kanu, wenn man auch rudern kann? Ja. Ui, ui, ui. Wer das? Ja, Ein Ruderer. naja. Ich mag einfach Sportarten, wo man Dinge geradeaus macht. Also wo man auch das Ziel sieht, beziehungsweise halt, ich kenne keine andere Sportart, die rückwärts ausgeübt wird. Ich finde das einfach super, wenn ich der Natur folge und alles straight geradeaus mache. Und ja, Rudern ist einfach nicht so cool wie Kanu. Also. Dann zitiere ich den Andreas Wittmann, der sagte, wenn du da so schön über den See fährst und am Wirtshaus vorbei oder einen siehst, fährst du ran, trinkst ein Bier beim Rudern, bist du dann schon vorbeigefahren. Genau, die Ruderer fahren dran vorbei, genau. Das ist so der übliche Spruch, genau. So, warum, nee, da sind wir. Welches Paddel fährst du? Ja, für die Laien würde ich es nicht sagen, aber ich fahre ein G-Power Paddle, das ist eine Firma aus Polen, und da das Hurricane. Ja. Okay. In Wunderbar. Größe Größe M. M. Ja. XL, was gibt's? Ich glaube, bei der Paddelfläche gibt es nur M und L. Okay. Rein theoretisch bräuchte ich so ein Mittelding zwischen M und L, aber ich habe mich dann doch für die M entschieden. Ja, Aber altbewährtes Prinzip. in eurer Leistungsklasse gibt es da nicht Spezialanfertigungen? Jein, über die Firma FES könnte man sich rein theoretisch so ein Paddel ein bisschen speziell anfertigen lassen, aber die haben ordentlich gerade zu tun und da ist die Warteschlange relativ lang und ich habe auch versucht, mit denen mal ein Projekt zu starten, aber irgendwie läuft uns da die Zeit davon und ich weiß auch noch nicht, wie lange ich das Ganze noch mache. Dementsprechend bin ich jetzt beim altbewährten Prinzip geblieben. Never change the winning system, von daher. Okay, hat sich bewährt. Ja. Wunderbar. Fragen an Lenny haben wir jetzt. Zum Abschluss noch. Welchen anderen Sportler würdest du gern bei Olympia treffen? Auf jeden Fall mal John Florence, weil mit dem, ich habe den noch nie in echt gesehen und ich war auch noch nie, habe auch noch nie neben ihm im Wasser gehockt oder gesessen. Und ja, genau, John Florence. Welcher Hund?
Welcher Hund bellt da? Ja, vor meiner Nachbarin. So. Ja, ist nicht schlimm. Ist ein Schäferhund. Okay. Ich mache kurz Tür zu, dann hört man das nicht mehr so laut. Nein, alles gut. Ich habe meine Kinder ja weggesperrt, dass sie nicht so ein Theater machen. Also von daher, das ist alles erlaubt hier. Perfekt. So, kannst du vom Surfen leben? Momentan kann ich vom Surfen leben, ja, aber gerade so, weil durch die Corona-Zeit wurden auch viele meiner Verträge ein bisschen gekürzt und es geht auch vielen anderen Surfern so und deswegen bin ich jetzt eigentlich ziemlich auf die Sporthilfe angewiesen. Okay. Mhm. Ja, denkt man immer, ne? Das ist ja alles easy going, aber das ist gar nicht so leicht, ne? Das alles zu finanzieren, nee. Dass man da jo. Über die. Wie lang ist dein Warm-up? Mein Warm-up ist 20 Minuten, würde ich sagen. Es ist mehr Mobilität als Stretching, aber ein bisschen Stretching ist auch dabei, damit kein Muskel während dem Surfen reißt. Okay. Jetzt ich switche nochmal Hut. Wie lange wärmst du dich auf vorm Lauf? Ich fange eine Stunde vor Callroom ungefähr an. Okay. Steffi? Wir fahren uns ungefähr 1,5 bis 2 Stunden vorher ein und dann eine halbe Stunde vorm Rennen nochmal Erwärmung und 20 Minuten vorm Rennen geht's aufs Wasser. Ey, dann wäre ich schon fertig. Aber das ist ja nicht auch nur gelaufen und so. Das Ganze mehrmals am Tag, wenn man Pech hat, ja. Wenn man gut ist, ne? Dann hat man Pech. Wenn man gut ist, dann hat man es nur 2-mal. Wenn man schlecht ist, muss man es 3-mal machen. Ja, okay. Was fasziniert dich am Surfen am meisten? Am meisten faszinieren mich perfekte Wellen, so wie in Indonesien oder auch auf Lanzarote hier an meiner Nachbarinsel. Wenn du durch den Tunnel fährst, durch die Barrel, dann das sieht einfach mega aus. Es gibt auch sehr viele GoPro-Clips und Fotos auf YouTube und Instagram. Da könnt ihr euch mal eine Idee machen, wie es denn so da drin aussieht. Ja, das ist dann die perfekte Welle, oder? Genau. Also, der muss am besten schön lang sein und so groß, dass man da drin auch aufrecht stehen kann. Okay, geht nicht. Das wäre dann so die perfekte Welle. Ja, du kommst schon rum, ne? Also auf der Welt? Ja, ich war auch schon 4-mal in Japan. Okay. So, eigentlich war ich schon auf jedem Kontinent außer der Antarktik. Ja, da gibt es nur große Wellen, wenn die Gletscher abbrechen. So, jetzt die Frage des Abends. Bist du Single? Wer fragt das denn schon wieder? Nein. Ja, ich bin Single, weil meine letzte Beziehung ist durch Corona auseinandergegangen. Oh. Aber ja, wir verstehen uns noch super. Ja, das ist schon mal viel wert, ne? Wenn das dann nicht im Streit auseinandergeht. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist schon wieder vorbei. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit, für eure Erzählungen. Ich hoffe, ja. Ihr da draußen konntet auch was mitnehmen. Ist immer ganz spannend zu erleben, wie Sportler mit der Krise umgehen. Corona wird uns noch einige Monate mitnehmen und wir müssen das Beste daraus machen. Und ich danke Ruth, Steffi, Lenny, euch dreien. Ja. Macht's gut. Ich hoffe, hallo Ruth, liebe Grüße aus dem Freund-Leistungszentrum. Liebe Grüße zurück, Marion. Ich hoffe, wir sehen uns alle in Tokio. Nächstes Jahr. Ich habe gesagt, ich glaube ganz fest daran. Steffi, mach mal Licht an. Nein, jetzt. Jetzt wird geschlafen. 20 Uhr gehen Sportler ins Bett, damit die morgen fit sind. Wir sind am Ende. Nächste Woche, nicht nächste Woche, übernächste Woche, in 2 Wochen geht es hier weiter, am 21.10. Oh Gott. Wir haben eine Nerd-Runde, würde ich mal so sagen. 4 Leichtathleten unter sich. Also, den Krebs haben wir, Katharina Steinruck und Philipp Flieger. Ja, das kann was geben. Ich freue mich drauf. Also, euch vielen Dank. Alles Gute. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Jo, Grüße gehen raus.